vorgestellt. AirPod CEO. Ich glaube, es ist die Vorschau Nummer 6. Sieben ist es, glaube ich, schon. Wir waren letztes Mal dran und wollten hier ein Terminal bauen. Ich habe dann mal offline gecheckt, wie die Sachlage so ist. Und ich habe dann festgestellt, dass erstmal das Ding, wie gesagt, zu teuer ist. Und das zweitens, man muss eine andere Landebahn oder Startbahn haben, um voranzukommen. Das geht also gar nicht anders. Auch dieses Teil ist dann nicht möglich mit der Bahn zu starten bzw. zu landen. Was ich aber rausgefunden habe, was denn Sprit hier Dingens ist, dass wir dafür Personal einstellen müssen. Wo war Personal? Ne, das war... Hier unten war Personal. Hier brauchen wir einen... Wer war das denn jetzt hier? Ist das er hier, der COO? War da an diesem runden Tisch, da kann man sehen. Da steht drin, was der macht. Ne, den haben wir unbesetzt, den haben wir ja schon eingestellt. Irgendwo ist hier einer CFO, kann Flughafengebühren, nee. Aktiviert automatisch Planer, schaltet Technologiebeschaffung frei, erlaubt einen Gehälter, reduzierte Gehaltskosten, schaltet weiter Kaufmöglichkeiten frei. Hier unten ist ja, diese Person ist das, Einkaufsleiter. Hier sieht man ja, er schaltet Gastronomie und Geschäfte frei, hier gibt's erweiterte Kaufmöglichkeiten frei, hier reduziert Gehaltskosten, erlaubt Gehalts festzulegen, aktiviert automatische Planer und also wir brauchen definitiv hier jemanden. Ich glaube, das hier war das, ne? Beschaffungsfenster freizuschalten, der ist das jetzt hier. Ein Personalvorstand hilft dir, die Gehälter der Mitarbeiter zu senken. Und hier kann dir dabei helfen, Gegenstände im Beschaffungsfenster freizuschalten und Statistiken zu aktivieren. Ach so, der und der sind das. Einkaufsleiter und Chief Information Officer. Okay, gut, okay, dann wissen wir das. Bewerber haben wir hier. Wie hieß denn der jetzt hier? Einkaufsleiter oder CIO? CIO haben wir hier mit 116 oder 103. Logische Denkvermögen und okay. Haben wir mehr CIOs? Nee. Und Einkaufsleiter... Gibt's hier auf Seite 1 gar nicht. Ah, hier gibt's einen Einkaufsleiter. Der kostet 28, der kostet 25. Ich glaube, den stellen wir mal ein. So. Dann ist der da und dann sollten wir mal schauen. War das bei Wirtschaft? Einkauf. Förderband, Gepäckabfertigung, Ladenupgrade, Restaurantfranchise. Und hier sehen wir Jet A1 Treibstoff. Jetzt können wir das hier freischalten im Endeffekt. Kostet uns allerdings mal gerade eben $60,000 plus $0 die Stunde. Also ist eine Einmalgeschichte. Also, waren das 60.000? Ich kann es gar nicht genau jetzt hier sehen. Das sind 20.000, ich glaube, das sind 60.000. Dauert 5 Stunden. Lieferzeit, Flugzeugparkposition. Haben wir Flugzeugparkposition. Wir haben wie viel Geld? 88.000. Ich glaube, wir machen das mal frei. Und jetzt die Frage nur, ob das sich lohnt für diese Flugzeuge, die wir haben. Die fliegen ja auch ohne, ne? So ist ja nicht. Also diese hier wären es ja, ne? Weil die brauchen ja den anderen Sprit wahrscheinlich, ne? Die haben keine angeforderten Dienstleistungen, außer hier diese Zahnräder, wo ich immer noch nicht weiß, wofür die gut sind, ne? Parkposition, Terminal, Parkposition. Zustand 25%. Das muss mal einer reparieren. Hier sieht man auch, Inspektionen sind die Zahnräder. Ist auch abgeschlossen.
Und hier ist überall abgeschlossen. Gibt's das hier auch? Aha, hier gibt's aber Auftanken abgeschlossen. Hier kann man sehen, was die wollen, oder wie war das, ne? Die wollen Sprit. Also das heißt, die da wollen noch nicht mal Sprit. Oder weil wir es nicht anbieten wollen, die es nicht, kann natürlich auch sein. Das ist eine gute Frage, ne? Okay, wir sind aber auf jeden Fall erstmal so weit, dass wir sagen können, das bringt uns alle nicht weiter. Wir könnten zum Beispiel hier die Bahn updaten. Der Dingens muss die mal reparieren. Wie heißt denn der? Der COO, ne? Müssen wir mal schauen. Und ja, wir müssen schauen, dass wir das Geld zusammenkriegen. Wir sind jetzt bei 90.000. Ich glaube, wir machen vielleicht hier noch eine Landeposition hin. Das wäre vielleicht entscheidender, oder? Und dafür müssen wir das da. Ach so, da müssen wir wieder was abreißen, damit das geht, ne? Ist ja wieder wunderbar. Zwei, vier, fünf Kästchen sind das dann. Müssen wir die abreißen. Bulldozer raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das müssen wir wegreißen. Der fährt sowieso nicht hier lang, also alles gut. Zwei, drei, vier, fünf. Passt auch. Können wir noch zwei Flug- oder Parkpositionen dahin machen, ne? Und das sind die, die dann dahin müssen. Und die sind schon hier kräftig am Rackern. Dann können wir das gleich auch schon aufbauen. Strukturposition ungültig. Das geht gleich schon. Da geht's nämlich schon. Ja, dann warten wir das gerade auch noch ab, oder? So, und die nächste Position. Dann können wir das Basement bauen. Das war hier, ne? Ja. Machen wir hier gleich weiter. Bis da dran, ne? Dann können die das bauen. Wir brauchen doppelflügelige Türen, ne? Ja. Und zwar einmal da und einmal wahrscheinlich da. Können dann das nehmen und abreißen. Das hier reißen wir ab. Dann brauchen wir wieder einen Sicherheitsbereich, der dann auch hier ist. Und ich glaube, die Türen müssen wir ja auch als Sicherheitsbereich machen. Das ist dann soweit okay. Jetzt können die das alle bauen. Wir brauchen dann hier oben dieses, was uns sagt, dass das angebunden werden muss. Kleine Parkposition, die müssen dann auch noch gebaut werden, ne? So, dann haben wir das. Und das hier noch ein Check-in-Schalter, ne, Boarding-Schalter, den brauchen wir dann auch noch. Ein Boarding-Schalter, den kriegen wir hier. Müssen wir mal drehen. Und so rum machen wir den dahin. Und den machen wir dahin. So, dann sollte das auch werden. Die Flieger sind unterwegs. Wir haben nur noch 23.000, aber das ist schon ganz nett, weil wir einiges gemacht haben schon. Dann gucken wir nochmal hier rein. Können wir mal das eine oder andere Fenster hier vielleicht setzen? Rotieren wir. Und geht da auch noch hin. Passt. Die könnten aber mal bauen, ne? Oder? Gut. Ja, da läuft da durch die Gegend und sonst passiert hier nichts, oder was? LKW-Kisten sind da. Ah, jetzt geht's los. Gut. Boarding-Schalter, dann bräuchten wir vielleicht noch ein paar Sitzgelegenheiten, die wir nicht da finden. Warte mal, ist noch irgendwas anderes, was wir machen müssen? Ne, ich glaube nicht, ne, oder? Nicht wirklich. Koffer gehen noch nicht. Müssen wir auch erst freischalten. Arbeitsplätze.
Sicherheit. Toiletten brauchen wir erstmal nicht. Das geht nicht. Hier sind die Sitzbänke. Dreh die mal. Ah, jetzt wird das ganze Bild gedreht. Ich wollte aber nicht das ganze Bild drehen, sondern nur die Sitzgelegenheiten. Die machen wir mal dahin und dahin und jetzt habe ich wieder alles gedreht. Ich wollte aber nur die Sitzgelegenheiten drehen. Und das reicht erstmal. Da wird auf jeden Fall das gebaut. Das ist gut so. Was haben wir hier eigentlich noch? Eine Bank, okay. Sofas. Stühle, Stühle. Laptop-Tisch. Wir können mal an den Laptop-Tisch, den wir hier oben haben, ja vielleicht mal einen Stuhl hinstellen, oder? Drei Stühle vielleicht. Vielleicht funktioniert das dann auch mit dem Laptop-Tisch. Ja. Okay, das Feld ist schon fertig. Wir machen da ein Kommerz raus. Boarding-Schalter fehlt noch. Kommt aber auch bald. Gut. Da ist die nächste Parkposition fertig. Den können wir auch umschalten. Soweit sind wir da schon mal gut. Und jetzt fehlt uns nur halt der Boarding-Schalter erstmal. Da wird jetzt der Boden gemacht erstmal. Okay. Das ist schon mal etwas. Das ist auch gut. So, wie weit sind wir? Also wir haben drei Parkpositionen für kommerzielle Flüge. Der baut da. Okay, jetzt wird erst das Fundament gebaut. Klappt das denn soweit? Ja, sieht so aus. Das ist erstmal okay soweit. Parkposition, Verbesserung, okay, haben wir erstmal nicht. Was ist das da? Ist das Müll oder gehört das dahin? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es da Sprit. Und wie sieht es mit dem Geld aus? 19.000, aber wir haben ja noch was gebaut, ne? Okay, da... Achso, wir können mal ganz schnell machen, ne? Dann funktioniert das vielleicht auch ein bisschen besser. Okay, als erstes wird das Fundament überall gebaut. Wäre schön, wenn jetzt hier schon der Boarding-Schalter kommen würde, ne? Naja, wird schon werden. Jetzt ist ja schon mal das Fundament fertig. Jetzt werden sie wahrscheinlich aber als nächstes dann die Wände bauen. Ja. Und das dauert. Weil viel Wand, ne? Dann haben wir halt nicht so viele Leute, ne? Mal gucken, was dann... Ah, es werden die Wände erst gebaut, ist so. Die Tür funktioniert noch nicht, oder? Naja. Ja, die laufen auch weiterhin, ne? Werden wir schon hinkriegen, so ist nicht. Dauert halt. Vielleicht hätten wir erst die Boarding-Schalter hier unten hin machen sollen, ne? Naja, aber wird schon werden. Dann kriegen wir die kommerziellen Flüge und dann kriegen wir auch mehr Geld. Hier unten läuft es gerade mit 4.700. 37.000, das haben wir gerade verdoppelt, glaube ich. Das geht doch, oder? Sind ja mit 90.000 hier reingegangen zum Erweitern von zwei Rollfeldern, Parkpositionen.
War doch gut. Hier ist irgendwas auch noch. Achso, ein Update hat es zwischenzeitlich auch gegeben. Sollte eigentlich die Wegfindung verbessert werden, stand da irgendwas bei. Und ein neues Flugzeug, ja, die 747-400 haben sie wohl ins Spiel reingebracht. So, Türen haben wir auch schon. Fenster fehlen noch. Ah, der erste Boarding-Schalter ist fertig. Den können wir jetzt da dran machen. Und wenn das dann ist, dann läuft's, oder? Und der Boarding-Schalter kommt da dran. Und alles ist gut. So, dann können wir schnell in den Plan reingehen. Wo war der? Da. Können gucken, was wir überhaupt nicht gemacht haben. Wann hier der nächste Flieger gehen kann, ne? Okay. Ja, kriegen wir sogar hin. Die können gleich morgen früh losfliegen. Aber wir sollten vielleicht, wenn wir da schon zwei mehr gemacht haben, noch eine Fluggesellschaft reinnehmen. Das wäre vielleicht noch was, oder? Machen wir gerade nur auf zwei Stufen. Und gehen wir hier unten hin. Und dann Wirtschaft, Verträge, ne? Abgeschlossene Verträge, nee, angebotene Verträge. Was haben wir denn dann hier so? Goosewings, A23, Cessna. Mach die mal nicht. Oder können wir sicherlich auch machen. Wir gucken mal, wer mehr Flugzeuge im Angebot hat. Vierer. Ah, hier sind schon mal 3, 6, 7, 8. 3, 6. Ich glaube, die 8 hier sind's. Was haben wir hier noch? Ich habe gar nicht geguckt, wie viel die ersten beiden waren. Die haben auf jeden Fall weniger und CLM hat auch weniger. Das heißt, die sind hier die Top Stripes. So. Der Herbst hat begonnen. So, jetzt müssen wir mal schnell hier links hin und gucken, dass wir da noch ein paar Flüge reinkriegen, ne? So, die sind dann auch noch unterwegs. Die haben auch noch welche, okay. Geht auch. Bestätigt. Da kommt noch einer. Bestätigt. Gut, dann sind wir erst durch, oder? Ja. Gut. Die Flieger kommen. Das ist grün. Das ist alles passend. Sicherheitskontrolle haben wir so. Sitzplätze sind da. Wir könnten noch ein paar Blumen aufstellen. Dekorationen. Da müssen wir noch die Sicherheitszone verbinden. Das müssen wir mal schnell machen, dass wir das hier noch haben, weil da war eine Wand. Okay, die Türen sind Sicherheitszonen, alles ist gut. Dann haben wir das. Ja. Achso, okay, das lässt sich nicht ändern, weil gerade nichts ist. Das ist aber alles gut. Ja, das ist ja erstmal, was wird denn da gebaut? Achso, die Blumenkübel werden gebaut, alles klar. Passt schon. So, 38.000. Die Blumen werden gebaut, alles ist gut. Da haben wir drei Stühle hingestellt. Tische bräuchte man vielleicht noch, den einen oder anderen, ne? Hier zum Beispiel, da, da. Da, da, dort, dort. Passt schon. Ah, guck mal, da sitzen auch welche. Gut, die sind alle glücklich und zufrieden. Kriegen wir einen Baum, okay. Flughafenlogo. Brauchen wir sowas?
Und das ist ein Dingens, Dekoration, das ist das Flughafen-Logo. Wo soll denn das hin? Keine Ahnung, das weg. So, was war das da gerade? Infoanzeige, die können wir vielleicht nochmal hier reinholen, oder? Return, nicht Return, drehen. Machen wir mal dahin. Ja, so ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Jetzt gucken wir nochmal nach ein paar Flügen, da sind ja noch welche. Okay. Bestätigen. 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 Freitag. Bestätigen. Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Obwohl es hier unten noch eine angezeigt wird, ne? Aber jetzt nicht mehr, weil ich zugemacht habe und wieder auf, dann ist weg. Okay. Heute um. Eine Person hat keine Sicherheitszone. Okay. Es war schon gelöst. Okay, alles gut. So, dann sind wir da auch schon ein Stück weiter. Wir haben jetzt noch zwei Flieger mehr, die hier landen. Dieser hier zum Beispiel. Was ist das für ein Problem? Ereignis Tracker. We need to have a Weg nicht. Sorge dafür, dass der Weg durch die Wände und Zonen zugänglich ist. Wieso kann der. Achso, weil Warteschlange ist, ne? Deswegen, okay, wir müssten vielleicht hier nochmal mehr ausbauen. Kann das sein? Ich glaube, wir vergrößern das Ganze hier noch um eine Ecke. Fundament bauen. Machen wir da noch einen Scanner mehr hin. Dann das und das. Das kann weg. Das kann weg. Das kann dann weg. Und das kann weg. Und das muss auch weg. Und dann kommt die Sicherheit ins Spiel. Sicherheitsklein kommt dann da irgendwann hin, oder? Sicherheitszone muss vielleicht vergrößert werden. So und so. Dann nochmal den Sicherheitsschalter klein. Und dann geht das auch. So sieht's aus. Okay, was hier? Der Flug... Ja, ja. Okay, dann wird das auch gebaut. Dann können wir hier noch die Warte... Na, muss erst fertig werden, dass wir die Warteschlange optimieren, ne? Und das können wir ja hier auch machen. Da gibt es ja auch schon eine Warteschlange, ne? Dann ziehen wir die Warteschlange mal nach da rüber. Und das lassen wir erstmal so. Und hier gibt es dann auch eine Warteschlange, die dann so so ist. Passt schon, oder? Jetzt läuft's doch. Okay, vielleicht ist das mit der Wegfindung dann auch ein bisschen besser geworden. So, was macht das Geld? 43.000. Jetzt muss es aber dann hurra hochgehen, oder? Wir haben wir jetzt hier schön ausgebaut. Der Baum, ach, es muss Herbst sein, ne? Der ist braun, alles klar. So, diese Position, ach, hier können wir vielleicht noch eine Parkposition machen für so einen Flieger. Stopp. So, oder? Der braucht ja keinen Kommerz dann. Achso, da oben müssten wir dann noch Rollfeld machen wahrscheinlich, ne? Rasen.
Machen wir mal so. Sollte dann funktionieren, oder? Ich denke schon. Und den Rollweg zeigen wir hier nur an. Ah, das geht erst, wenn es fertig ist. Und die wird schon gebaut, die kleine Parkposition. Ah, zu spät, egal. Da kriegen wir dann auch Geld rein, ne? Parkposition verbessern. Parkposition. Achso, das ist erstmal nix. Das bauen wir dann da. Und da. Die Felder müssen noch fertig werden, dann geht's. Ja, komm schon. Da sind sie, die Jungs. Und da auch. So, jetzt ist der Rollweg fertig. Und läuft alles, ne? Ja, wird gut sein, oder? Denke ich mal. Läuft. Damit machen wir dann Geld. Der Flieger, der dann da landet, der bringt ja auch Geld beim Tanken. Ja, denke ich mal schon. Da kommt schon einer. Ist der das, der da hinten hinfliegt? Ja, guck, der stellt sich da schon hin. Und dann kommt auch schon der Spritwagen, oder? Ja. Ja, der möchte gerne Benzin haben, aber... Ah, jetzt fährt er los. Aber zu dem und nicht zu dem. Ah, jetzt fliegt... Ne, er fährt da erst hin. Wird er nicht betankt? Hm. Das ist alles top. Die fliegen weiter. Aber er, warum kriegt er keinen Sprit? Oder braucht er keinen? Keine Ahnung. Ich habe da aber nichts eingestellt, meine ich, dass das so ist, oder? Er fault auch schon wieder ab. Vielleicht wollte er... Oh, was passiert hier? Das ist aber ein Bug, ne? So übereinander ist doof, oder? Naja. Wird schon werden. Wie viel Geld haben wir? 48, 50 sind wir auf dem Weg. Wir haben ein bisschen ausgebaut. Wir gucken noch mal rein, was wir noch machen können. Flughafen ist geöffnet, ist klar. Wirtschaft. Nee, Wirtschaft war das nicht. Fahrzeuge? Nee. Doch, Wirtschaft und dann... Einkauf. Pickup-Fertigung kann man freischalten. Ja, 250.000, das ist aber viel Geld. Der Spamfilter kostet einmal 50 und dann kriegen wir nicht mehr diese Werbung, oder? Zack, schalten wir frei. Förderbandwagen. Laden-Upgrade, warum nicht im Wunder, warum wir den jetzt mal nutzen, um dann zu... Gebau von Geschäften, aber ich sehe, dieses Geld ist ja natürlich auch teuer. Gibt es auch was Billiges? Tanklastzug, Nachtflüge, 50.000. Das sind Fahrzeuge, Vorfeld, Shuttlebus... Förderbandwagen, Servicefahrzeug, Servicefahrzeug, Bordverpflegung, Enteisungsfahrzeug, Servicefahrzeug für die Reinigung von... Ja, da ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, das möchte ich haben, bis auf vielleicht... ich würde gern das ja vielleicht, aber der will keiner haben wahrscheinlich.
Und wir müssten die Gepäckabfertigung, entweder Gepäckabfertigung oder wir machen sowas hier. Aber das ist, also hier sind es 250, das ist definitiv zu teuer. Hier ist nur fünfstellig. Man kann es leider nicht wirklich sehen, ne? Ob es 80, 60 sind, irgendwie sowas. Wir haben jetzt 64. Würde ich jetzt nicht machen, weil zu wenig Geld. Da würden wir Geld mitmachen, das ist auch klar. Wir müssen schnellstens gucken, dass wir noch Flüge kriegen, weil die Zeit läuft davon. Aber ist sowieso keiner da, doch da. Bestätigen. Bestätigen. Und bestätigen, haben wir. Das war der Freitag. Da auf dem Samstag haben wir auch noch was frei. Bestätigen. Und dann geht wieder der Sonntag die Reise los. Hier vorne. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir den erst da hinsetzen. Und dann können wir da ein bisschen variieren vielleicht. So sieht's gut aus. Okay, die Flieger sind alle da, alle schlafen. Hat der Sprit gekriegt? Keine Ahnung, ne? Jetzt ist die Frage, was wir machen. 65, wir brauchen 750.000, um hier dieses Ding freizuschalten. Ja, es macht gerade Geld hier unten, wie wir sehen. Wir haben noch nicht mal 10% zusammen. Wenn wir natürlich immer mit investieren, dann wird schwierig. Allerdings, durch mehr Sachen kann man auch mehr Geld verdienen, ne? Hier ist jetzt aber auch gar keiner da, ne? Ah doch, da ein paar setzen sich da gerade hin. Ne, die steigen so in das Flugzeug ein, okay. Was haben wir denn hier für Parkpositionen? Ja, das ist... Also, ich wollte das Transitstruktur... Wer parkt denn da? Also hier ist ja ein Bus. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Parkplatz mehr machen vielleicht, oder? Ne, Fahrzeugkontrolle nicht. Hier ist was, Autohaltebucht. Ich glaube, wir könnten da mal eine mehr machen, oder? Kostet nur ein Tausender. Okay, die Materialien sind schon gekommen. Was haben wir hier noch? Taxihaltebuch haben wir überhaupt nicht, ne? Kann das sein? Sollten wir vielleicht auch haben, ne? Machen wir erstmal eine. Was haben wir hier noch? Bushaltestelle haben wir schon. U-Bahn-Eingang brauchen wir noch nicht. Aber den Parkplatz haben wir hier hingebaut. Der ist aber noch frei. Ich habe die falsche Taste erwischt. So. Bus kommt hier immer schön hin, fährt auch wieder weg. Naja, jetzt kommen dann zwei Autos da. Ein bisschen Schlange stehen sie, aber das kriegen wir schon hin. Da ist jetzt die zweite Position frei. Das heißt, der zweite kann da eigentlich auch hinfahren, was er nicht tut. Taxi. Wird schon werden. Hier müsste man noch ein paar Fliesen machen. War das hier? Ja, ne? Backstein. Ne, ich will was für draußen haben. Ist das dann eher hier? Ne. Dekoration? Ne, da auch nicht. Bleibt wohl hier dann, ne, oder? Das ist ein Zaun, Personalraum, Toiletten, Sicherheitszone, Treppe, Rolltreppe, Böden. Böden sorgen dafür, dass da nur... Da steht jetzt aber nicht so wirklich was.
Ist das hier Backstein? Ist das so? Ach, komm, ist ja auch egal, oder? Wir machen das da. Ach, geht nicht. Das ist. Boden muss innerhalb des Terminals sein. Alles klar. Das bedeutet, das muss ja irgendwo anders noch was geben. Klein Zebrastreifen. Fußweg, da ist er doch. Den brauchen wir. Machen wir da noch ein Fußweg hin. So, Taxi steht da. Alles ist gut. Ja, vielleicht hätten wir ein Taxi näher an den Eingang machen sollen. Aber ist alles gut. Wird schon werden. So, Toiletten für öffentliche haben wir da. Das haben wir auch da. Alle sind hier schön zufrieden. Parkpositionen sind alle besetzt. Ja, geht, ne? Können wir so lassen. 70.000, das wird gerade nicht mehr. Das ist jetzt unser Problem, dass wir Geld machen müssen, ne? Vielleicht sollten wir doch mal drüber nachdenken, was hier das andere bringt. Geschäfte und Restaurants. Produkt freigeschaltet. Was haben wir denn sonst noch so? Das haben wir doch letztens, ja. Ah, da brauchen wir CIO für. Alles klar. Das haben wir nicht, das Geld. Warum? Eine Strategievorstand braucht man dann, alles klar, den haben wir ja auch nicht, ne? Gut, dann wollen wir das erstmal nicht. Das, ja. Können wir kaufen, aber ich glaube, die kleinen Flugzeuge wollen keinen Sprit haben, oder? Lassen wir erst Nachtflüge. COO, haben wir den denn? Ja, den haben wir. Da würden wir Nachtflüge freischalten können. Wo waren das jetzt? Wirtschaft. Da. Kostet uns 50.000. Wir verlieren gerade Geld. Ich glaube, wir müssen erst eine Person einstellen, die uns da weiterhilft. Denke ich mal, oder? Bewerber. Fluggaster, Einkaufsleiter, Sicherheitsbeamte, nee. Strategievorstand, der war gefragt. 113, 114, wow. Haustechniker, okay. Kriegen wir das Geld wohl wieder rein? Dann nehmen wir doch den, oder? Komm, machen wir. Und dann Restaurants, oder? Geschäfte, komm. Zack. Abgeschlossen 1%. Das waren dann 60.000 wohl. Gut, okay. Dafür müssen wir natürlich jetzt hier dann was bauen, dass die da auch einkaufen gehen können, ne? Machen wir hier, oder? Fundament also dahin. Geschäfte hierhin machen, oder? Können wir das so? Ich würde das jetzt mal so machen, erstmal. Ja. Dann reißen wir da mal die Wände ein. Das weg. Das dahin, genau. Diese Wand ziehen wir auch weg. Und basteln dann da noch eine Wand auf die Ecke hin. So. Dann wird das schon.
Und dann kommen nachher die Geschäfte dahin. Oder Cafés, Restaurants, was war es, weiß nicht. Sehen wir dann. Mal gucken, wie groß das werden wird. Und was die da anbieten, ne? Müssen wir mal gucken. Fenster. Nochmal kleine Fenster. Passt. Gut, wird fertig gebaut. Wird was? Wie weit ist die Abteilung? Okay, 2 Stunden und 13 Minuten noch für Geschäfte. Ja, Autos kommen, Autos gehen, Taxi gibt's keins, aber es warten Leute am Taxistand, das ist ganz schlecht. Keine Taxifahrer da, die hier anbieten. Wir haben 21 nur. Der Bus kommt. Kein Taxi möchte dahin. Autos sind beide da, das ist schon mal gut. Ah, Taxi kommt. Ah, fahren zum Glück beide mit. Klimabilanz top. So, jetzt werden hier die Häuser gebaut. Ah, die Häuser, die Wände. Und wie weit ist unser Geschäftsbahn? Ja, dauert nicht mehr lange. Ein paar Minuten. 30.000 nehmen wir gerade ein. Flieger stehen hier alle. Okay. Jetzt schon werden mit der Parkposition, ne? So, die Leute stehen jetzt hier in diesem Bereich und Restaurants und Cafés wären noch nicht fertig. Produkt freigeschaltet. Aha. So, Geschäfte. Ladentheke, Regale, okay. Das bedeutet, wir können jetzt hier kleine Geschäfte einrichten, oder wie? Okay. Dann machen wir das doch mal mit den Wänden vielleicht doch noch mal anders, oder? Ich mach das mal so. Und Fenster nicht Türen wollte ich. Vielleicht müssen wir erst die Geschäfte gucken, wie wir die da hinkriegen. So. Der ist ein bisschen kleiner, der Laden. Ach Gott, Herr Jemine. Theke ist aber groß, ne? Ach so, der ist auch kleiner. Sehr schön. Ladentheke, alles klar. Was haben wir noch? Mülleimer. Passt, Mülleimer und ein Regal. Ich kann jetzt nicht erkennen, wie das Regal dahin kommt. So, was hier? Okay, mindestens 100 Quadrat.
Nee, wollen wir schon mal nicht. Ach so, okay. Okay, da steht genau, was die wollen. Krass. Und das haben wir alles nicht. Okay, die wollen alle was Größeres. Was, 300 Quadratmeter wollen die? 317. Ich wollte nur so ein paar Geschäftchen machen. 55 Quadratmeter hier, Turner. Das heißt, wir haben hier schon wieder was falsch gemacht. Kannst du gleich schon mal abreißen. Und ich glaube, die Wand ziehen wir dann auch raus. Das bringt uns auch nicht weiter. Dann können wir das nochmal hier neu ziehen. Ja, das bedeutet, wir müssen den Raum wegmachen. Und den machen wir auch nochmal weg. Ach, die bauen jetzt alles ab. Das war keine gute Idee. Okay. Raum löschen. Ja. Raum löschen. Ja. Raum löschen. Ja. Das war richtig, ne? Jetzt nochmal die Wand da abreißen. Und dann nochmal die Zone festlegen. Und das sind dann 45 Quadratmeter, 55 wollten die haben, ne? Ja, komm, machen wir mal so. Oder? Ja doch, komm, zack. So. Und dann können wir dann mal gucken, was die Verträge jetzt sagen. So, der Juwelier wollte einen Riesenraum, den wir nicht anbieten können. Verkaufsregale 1 von 3. Wie groß waren das hier bei dem? 75 haben wir. 55. Okay. Das bedeutet, der Turner hier braucht nur 3 Regale. So, nochmal das Ganze. Die wollten 55 haben. Wir machen jetzt auch 55 und zwar von hier. Das sind dann 11. Ergeben dann die 55. So. Das bedeutet, dass wir jetzt hier die 3 Regale braucht er. Drei und diesen Thekending braucht er auch. So. So, den hier können wir da erstmal stehen lassen und machen hier noch Mülleimer hin. Und dann war es das. Jetzt kommen die erst und bauen das. So, jetzt müssen wir einen Vertrag abschließen. Zack. Turner macht das schon. Aha, jetzt sind die Leute schon da. Ist offen, Vertrag ist aktiv. Das hier können wir dann mal abreißen, ne?
Das passt ja nicht, oder? Obwohl wir das nicht hätten abreißen müssen. Naja, jetzt ist es erstmal gut. Das ist jetzt das Ladenlokal da, ne? Jetzt müssten wir nochmal das machen. Wenn wir das so machen, das sind 40. Das geht nicht. Kann ich das denn irgendwie... Kann ich das auch vergrößern? Nee, ne? Ich hätte das jetzt gerne irgendwie vergrößert. Raum ist zu klein. Wie kann ich denn diesen Raum expandieren? Geht das? Der ist noch da, der ist jetzt weg. Das wäre auch wieder so ein Raum, ne? Bringt mir aber nichts. Der wäre nur 40 groß. Fünfundfünfzig wären das dann, ne? Schade, dass man den Raum nicht um die Ecke legen kann. Ja, wie kriege ich das hin? Gar nicht. Geht leider nicht. Kann man keinen Eckraum machen. Schade drum. Das bedeutet, kannst nur so machen, dass du das gleiche nochmal dahin machst. 55. Sind das? Den drehen wir mal um. Setzen den dahin. Und die kriegen dann auch nochmal drei Regale rein, ne? Passt. Noch Mülleimer dazu. Und alles ist gut. So, dann können die das auch noch basteln. Und das wird dann der Quickstop laden, ne? Haben die hier für Vorstellungen groß? Ja, kannst nur den Laden machen. Ja. Kannst du unterzeichnen. So, jetzt haben die das und der auch. Und die da? Verkäufe 7. Vielleicht sollten wir diese Wand dann nochmal wegreißen. Wieso ist denn der nicht an? Weiß nicht, warum das noch nicht ist. Kommt da keiner? Ah, da kommen die Leute dafür, oder was? Nee. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Vertrag aktiv. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Das macht's Geld. 70.000. Einmal Klinger, bezahle schnell. Brauchen wir nicht machen. Das kann ich definitiv sagen, habe ich letztes Mal gemacht mit dem Kredit und das war kein Erfolg, weil man kann da gar nicht gegensteuern. Dafür ist der Flughafen zu klein. Ich weiß nicht, warum hier... Ja, ich weiß nicht, warum die das hier nicht machen. Wir können mal hier noch ein bisschen was vergrößern.
Machen wir mal so. Reißen dann noch ein paar Wände ein. Dies kann auch weg. Das weg. Und das auch weg. Passt schon, ne? Machen sie auch. Gut. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hier. Vertrag nicht erfüllt. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Keine Ahnung. Diese Wand muss da noch weg. Ja, ich weiß nicht, warum die das nicht hier besetzen. Der Laden ist ja schon besetzt. Der hat auch schon 28 Verkäufe. Das ist ja schon mal prima. Wir können mal gucken, wie groß hier ein Raum geht, den wir da hinbauen können. 80, 8 mal 4 ist 32, 112. Steht da? Der Raum hat einen aktiven Vertrag. Ja, dann lassen wir den so, oder? 112 Quadratmeter hat der Raum. Was haben wir denn da für Möglichkeiten dann? Ja, leider geht's von der Raumgröße her hier nicht, was reinzubasteln. 216. 238, 163 ist das nächste, was wir brauchen. Müsste man mal gucken, was da so wird, oder? Das ist schlecht. Jetzt haben wir da die Plattform gebaut, aber bringt uns nicht weiter. Machen wir mal so. Reißen die Wände da drin noch ab. Das auch. Da muss noch weg. Den hat's nie erwischt. So, dann bauen die das auch noch wieder. Ich weiß nicht, warum der Raum hier nicht benutzt wird. Keinen blassen Schimmer. Den können wir mal nochmal abreißen. Ja. Und setzen dann ein neues Geschäft. Und wie groß wird das dann? Das wären 19 mal 10 sind 190. Wir wissen das. 247 Quadratmeter sind das dann. Wer macht 247? Ah, der zum Beispiel. Power.
Größe. 238. Was wollen die denn, Kassenschalter? Dann lass uns mal einen Kassenschalter da reinbauen. Zack. Und Regale brauchen die. Machen wir die. Haben wir hier Mülleimer und da Mülleimer. Und noch weitere Regale. Also okay. Da noch. Und das drehen wir mal und machen das mal so hier, oder? Shit, das muss weg. Das muss weg. Gut. Nicht abreißen. Jetzt reiße das ab. So ein Shit. Naja, dann ist das halt so. Wollte ich eigentlich nicht abgerissen haben. So, was haben wir jetzt hier für Verträge? Verkaufsregel 3 von 14. 6 von 14. Okay, dann müssen wir noch ein paar Regale haben. Dreh das mal. Jetzt haben wir wieder so ein doofes Regal. Zack, das nochmal weg. Da sind erst 12 Regale, da müssen noch welche her. So, ich glaube, jetzt haben wir es dann. So, baut man die Regale schnell auf, dann haben wir das gleich. Elf von 14. Kommt schon, 12. Na? Das eine wird ja wohl noch fertig werden, oder? Dann können wir hier den Vertrag unterschreiben. Und da kommt das Regal. Na komm. Fertig. Unterzeichnen. So, ich hoffe, die kommen da gleich und machen dann da was. Ah ja, der ist jetzt auch offen. Ware ist da. Nur dieser hier, warum der nicht gemacht wird, keine Ahnung. Ist aber auch nicht so schlimm. Keine Verkäufe. Hier sind 46, da sind's noch keine. Aber wir nehmen die Miete trotzdem ein, egal ob da einer ist oder nicht, das ist das Entscheidende. Ne? Wir haben jetzt 113.000, Geld geht nach oben, das ist schon mal gut. Wir haben unser Dingens hier ausgebaut, dieses werden wir dann mal in 9 Tagen, läuft das ja ab, dann nochmal umbauen hier. Gucken, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Irgendwann wird es schon klappen. 46 Verkäufe, geht schon, oder? Gut. Sollen wir das Mäuerchen noch wegziehen? Ich glaube, das reißen wir nochmal gerade ab hier. So, passt. Okay, dann würde ich aber sagen, wir sind schon über eine Stunde am Arbeiten hier. Und naja, es ist halt ein cooles Spiel, muss man sagen. Macht richtig Fets irgendwie so. Und ja, wir wollen dann gucken, dass wir das natürlich auch noch vorantreiben. Warum er das hier nicht macht, keine Ahnung. Stornogebühren fallen an, Vertrag nicht erfüllt.
Ich weiß nicht, was da fehlt. Die Bedingungen sind doch erfüllt, oder? Raum ist 55 Quadratmeter. Wir haben drei Regale. Mülleimer vielleicht noch rein. Machen wir noch ein Regal mehr oder was? Ich weiß nicht. Kein blassen Schimmer, die gehen hier gerade raus, weil... Ah, da war Schichtwechsel oder sowas. Ja, da geht's. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich weiß es nicht. Da gibt's auf jeden Fall jetzt ein Dingens. Noch ein Regal mehr. Stornogel fallen an. Why should you pay more for products that you can do? Steht nix, ich habe keinen blassen Schimmer. Nee, ich will das nicht stornieren. Das ist ja keine Ahnung, warum das nicht läuft. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir kriegen das schon irgendwann hin. Hier sind es halt zu wenig Verkäufe. Unser Flughafen ist halt noch zu klein. Hat sich eigentlich nicht gelohnt. Aber die Miete, die ist da. Irgendwie werden wir da schon was hinkriegen. Gut. Ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und Kommentare sind auch herzlich willkommen. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ein Video wieder kommt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.